der kommt gebürtig hier und Haftesberg. Kommt aus Schleidorf. Der wohnt in Ruxel, Münster. Der hat das immer zu mir gesagt, du sagst, du warst doch in Meerfeld, hast du noch wohnt, da ist doch das Moor, das graue Moor. Können wir da nicht, können wir da noch Dörf haben? Dörf, sagt der ja. Der hat einen grauen Korn mit schönen Rhododendrenzucht und so, ich brug Dorf und so wieder, ja. Ja, ich sag mir, da. Ja, ein Trecker und Anhänger krieg ich wohl von Norbert, von mir. Ja, dann bin ich fahre mit dem Auto voraus und ich warte da und da, dass du hinter mir herkommst. Wir kommen dann Richtung, also hinter Meerfeld. Platt, ja. Echte Meerfeld. Kommen wir dann an den Rand von Moor, Lavesummer Moor. Ich sag, ich führe jetzt ganz langsam den Weg, der ist sandig, der ist nicht so gut. Und blieb du echte mich? Ja, ich sage, ich kann nicht mehr den Trecker sowieso nicht überhalten, das geht ja nicht. Ne? Jo. Und dann ich inholen, ich sage, ich brauche mir hier einen Augenschlag, ich stelle mein Auto auf das Seat und dann führen wir über diese Wiesk und dann sind wir im Moor drin. Genau so war das. Ich kann die Ecke ja gut und das Wasser auch durch. Ich konnte mit dem Trecker und Anhänger, das war so Mischstreu, konnte ich doch schön grünig durch das Pfeifengras füllen, das war richtig gut. Die Sacken kamen nicht hin und dann haben wir da so eine Stelle, wo dann alle anstorken was vom Feuer, so ein Moorstich. Und dann habe ich da mit Spaten heavy da in storken und dann drum schmiert. Immer mit guter Mug. Spaß. So richtig Dive in Dorf und dann jumm, immer. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass den Anhänger waren voll was. Und immer habe ich meinen Spaten noch an den Anhänger gestellt und habe so ein paar Stücke zurück. Ich sage, Günther, guck dir das an hier. Da war der Anhänger auf der Achse, Absack. Da ist er gar nicht bewegt worden. Ne? Bloß immer umschmierten und warum haben wir so einen Halbkindobaum drüber. Ne? Und der Dorf gar nicht überlegt, dass der ja noch Fücht war. Ja, ne? Ja. Fücht Schwor. Und Schwor. Bei jedes Mal inschmieden war das ja nicht so schlimm, da merkt man das ja nicht. Ja, ihr mag wie jetzt. Hey, ob sie einen Trecker, ja, was er nicht sehen, eine Leihgabe und will Gas geben. Da hast du einen Trecker, den Anhänger durch das Ruckeln, was sie richtig auf der Achse hinsackt. Das hat die um Dorf drin. Ja. Und die was an Gas geben und dann den Trecker auch. Die was an Malen fangen und dann lacht die auch um den Kopf. Boah, was habe ich jetzt gemacht? Ich sage, Günther, keine Angst, ich habe hier einen Buhr, den kenne ich wohl. Der Buhr wurde nicht weit weg. Hubert Drees. Ich sage, ich führe, Gott sei Dank habe ich mein Auto dabei, ich führe es eben nach Hubert. Ich nach Hubert Drees hinführt und schellt, genehm an der Tür und dann sind ich auf den Tennehorn. Ich höre da wohl ein paar Stimmen, ich treffe dann rufen, ich sage, Hubert! Nochmal, Hubert! Ja, wer ist? Ja, ich sind Hans Heinrich. Ja, was ist denn? Ich sage, ich habe Naut, kommen Sie eben hier. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ich sage, wir sind mit dem Trecker im Moor und wohl Dorf haben und so wieder. Ja, da machen wir begegnen, Ich sage, der Trecker sind drin und den Anhänger auch. Und dann reibe Döde Dirl. Werner, sein Sohn, den Ölsen. Werner. Und dann, ja, Papa, was ist? Ja, kommen Sie hier. Halle ist der längste Kier, wer wir oben aufwerft. Weser. Wir brauchen eine lange Kier, die längste, eine gute. Ja, so und so, ja, wir müssen sein oder sitzen im Moor fest. Wir fährt mit unseren Trecker hin und dann, ja. Da kam der mit dem Trecker echt mir geführt und kam im Moor an. Und dann habe ich ihm die Stelle Wiesen, ich sage, da steite.
Und dann fangen die an zu schütteln mit dem Kopf, sage. Zwei Schulmeisters. Denn Günther, die war auch in der Schule in Albachten, Günther Schneider. Zwei Schulmeisters zusammen, die sind so dumm und wissen noch nicht, dass sie mit dem Dreck in den Moor führen dürfen. Das kann ich nicht begreifen. Ich sage, Hubert, jetzt hol keine Projekt hier, sei tot, wie ihr gut kommt. Ich sage, du musst den Torf, weil er ob den Anhänger ist, alle Runde schmieden. Boah, wie heft das halt angegeben. Den ganzen wertvollen Torf will wieder mühsam rumschmieden. Ah, ja. Der wirft den Torf wie Runde schmieden und ein paar Placken heavy drauflaufen. Ja, und den Trecker, wo krieg ich wieder Ruhe? Ja, sage erst du in den Anhänger es abhangen, damit den Trecker gut kriegt. Dann hätte er die lange Kier dran gemacht und dann mit 10 Trecker, der stand auf der Wiesk, da konnte er den Ruh trecken, das kommt prima. Und dann hätte er die lange Kier nochmal verlängert mit einer anderen Kier und dann hätte er den Anhänger, der war Lyrik, auch ohne Trocken. Ja. So, jetzt habe ich geholfen, glaube ich. Ja, Hubert, wir haben doch ein Kind Schnaps dabei, da komme ich es vorbei und bringe dir hin. Das ist auch gut, dass ich gut halten kann. Ja, und Günther und ich, wie stehen jetzt da? Der Trecker stehen da, den Anhänger Lyrik, jetzt können wir doch nicht mehr Lyrik in Anhänger wie nach Hafkensberg und nach Ochsenfeld. Da sagt doch alle Lüge, wo kommt ihr denn weg? Ja, wie den Trecker auf die Wiese genommen und den Anhänger so dicht da beiführen, wo wir den Dorf hier runtergekippt haben. Und dann habe ich die Plaggen, wenn wir so mit dem Schub dort rumschwimmen, die Plaggen habe ich um den Arm genommen und wir um den Anhänger. Ja, die stehen jetzt in der Wiesch um fast den Grund. Ja, dann habe ich den Anhänger so halb voll wie herkriegen und dann anhängen. Und dann kommt ab nach Hochschule.